Wettkandidaten, die über sich hinauswachsen. Promis, die für jeden Spaß zu haben sind. Und Moderatoren, die vor nichts zurückschrecken. Wetten, dass die große Samstagabendshow geht ins Finale. Es ist die letzte Sendung. Noch anderthalb Stunden. Der Countdown läuft. Wir zeigen Highlights aus über 30 Jahren und sagen Goodbye, Wetten, dass. An diese Wette erinnert sich jeder. Stefan Backer und Andreas Koch bewegen ihre Brustmuskeln im Takt, sodass Wettpartner Michael Marschall die Songs dazu erkennt. Another one bites the dust. Die Brustmuskelzucker. Für Wetten, dass waren sie ein Glücksfall. Das war im Grunde genommen das, wovon man träumt, von einer Wette, die war einfach, die war spektakulär und enorm lustig. Also, und man macht eine Unterhaltungssendung und wenn man die Leute zum Lachen bringen kann und vor Staunen Aug und Mund wird aufgerissen, ja, und sie hauen sich dabei auf die Schenkel vor Lachen und nicht, weil es ein glatter Humor ist, sondern weil es wirklich von einer großen Originalität war, das ist für mich nach wie vor immer noch die Nummer eins, meine persönliche Nummer eins. Was gab es für verrückte Wetten? Zum Beispiel 1982. In einer Ente zwängen sich 26 erwachsene Menschen. Mit einem Bagger klettert Robert Ebner diesen Turm hoch. 8 Minuten hat er dafür Zeit. Toni Rosberger springt mit dem Motorrad von der Skischanze und fliegt 80 Meter weit. Weltrekord. Das tut schon beim Hingucken weh. Philippe Tagokdoy schält Kokosnüsse mit den Zähnen. 5 in 2 Minuten muss er schaffen. Sieht aus wie ein Horrorfilm. Philippe wurde zufällig entdeckt von Wetten, dass Zuschauern. Die meldeten sich bei der Redaktion. War also ein deutsches Ehepaar, die haben dann dort diesen Menschen getroffen, der dort mit dieser Nummer in einem Ferienclub aufgetreten ist. Und die fanden das dermaßen spektakulär, haben das dann gefilmt und haben uns dann so ein Urlaubsvideo geschickt. Ich habe gesagt, diesen Mann will ich in der Sendung haben. Dieses Essen will wohl keiner haben. 2 Tierpfleger erkennen verschiedene Sorten Kot am Geruch, zum Beispiel Eisbär oder Flusspferd. So, das riecht ein bisschen muffig. Muffig, ja. Wie kommt man auf sowas? War nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Das war für mich so ein Ding, das war echt grenzwertig. Hut ab, dass man sich getraut hat. Martin Levoniak fängt Fliegen mit dem Mund. 5 Tiere in 5 Minuten. Guten Appetit. Ja, hey. So. Und der Hund Rico, ein Klassiker. Er kennt jedes seiner 200 Stofftiere. Der Igel. Rico, wo ist denn der Igel? Und sucht sie, wenn Frauchen den Namen nennt. Eine unglaubliche Leistung des Border Collie. Die Besitzerin ist mit dem in verschiedenen wissenschaftlichen Instituten unterwegs gewesen, weil man eigentlich nicht glauben konnte, dass das möglich ist. Moki! Unvergessen der Ruf von Bauer Achim Jehle. Der wettet, dass er seine Kühe am Schmatzen erkennt. Moki! Moki! Ganz ruhig! 3 Äpfel und 3 Mokis später. Ich sag dir, da ist es. Wette gewonnen. Gäste und Publikum begeistert. Herzschlag. Bescheuerte Wette, sehr geil. Das gilt auch für diese. Daniel Peric lässt Autos über seinen Bauch fahren und singt dabei O Sole Mio. Das war unglaublich. Dass es wirklich möglich ist und auch funktioniert hat, das ist schon gut ab. Ja! Das ist so eine Nummer, wo man echt denkt, ey, hast du das gesehen? Am Ende wird er damit Wettkönig. Wer seine Wette verliert, muss die Schulden bezahlen. Günther Jauch turnt rhythmische Sportgymnastik. Tom Gerhardt landet in der Jauchegrube. Enthaarung bei Hugh Grant. Das tut weh. Karl Dall wird durch den Kakao gezogen. Verona Poth und Dirk Bach kalt geduscht. Und Armin Rohde kämpft als Sumo-Ringer. Er gewinnt sogar. Überhaupt Armin Rohde, der gibt immer Vollgas. Hier löst er seine Wettschuld als Flitzer ein. Ja.
Und ich weiß gar nicht mal genau, ob es vorher so detailliert abgesprochen war. Aber es war auch schwierig, mit ihm das alles abzusprechen, weil Armin Rohde hat damals noch viel geraucht. Er ist während der Sendung ab und zu immer mal zum Rauchen rausgegangen. Hinter dieser Brille steckt Heino Ferch. Der Arme muss zur Strafe für die verlorene Wette in eine Autowaschanlage. Das war eine Scheiße. Jamie Foxx kommt da schon besser weg. Er lernt jodeln. Das hier ist die Geburtsstunde der Wok-WM. Stefan Raab fährt als Wetteinlösung in der Gemüseschüssel die Bobbahn runter. Ich habe gesagt, ich tue den Jungs von Wetten, dass da mit gefahren, weil die Wetteinlösung ist toll. Und wenn das funktioniert, dann mache ich daraus eine eigene Sendung. Das ist verdammt clever. Und für diese Cleverness kann man eben nur gratulieren. Volksmusikpaar Wolfgang und Anneliese, alias Bastian Pastewka und Anke Engelke, sollen sich küssen. Das ist ihre Wettstrafe, doch es kommt anders. Damit haben die Moderatoren nicht gerechnet. Ohne Vorwarnung stürzen sich die Volksmusiker auf Hunziker und Gottschalk. So schnell, dass es vom Kuss für Michelle nur ein Foto gibt. Oh mein Gott, der Wolfgang und die Anneliese, die haben uns da rein, wirklich reingelegt. Ja, der Wolfgang hat sogar ein Stückchen Zunge rausgesteckt. War nicht so abgesprochen. Nein, war nicht so abgesprochen, aber das ist live. Live, auch immer wieder die großen Stars auf der Showbühne. Der wohl berühmteste Auftritt, Michael Jackson und der Earth Song. Also ich muss sagen, ich habe das gesehen und fand das einfach großartig. Das war eine Synthese zwischen einem Künstler, der genau weiß, was er will, und einem Regisseur, dem Sascha Arns, der genau weiß, wie er will, dass es umgesetzt wird. Und ich finde, es ist auch heute, wenn ich noch den Ausschnitt sehe, immer noch emotional anrührig. Hat man immer noch das Gefühl, hier geben beide alles. Und das war ein denkwürdiger Auftritt für deutsche Verhältnisse. 18 Millionen Zuschauer sind live dabei. Es ist der einzige Auftritt, den Michael Jackson je in einer europäischen Fernsehshow gemacht hat. Weltstars am Fließband. Wetten, das hat sie alle. Und immer wieder gibt es Überraschungen. Bei Pharrell Williams springt plötzlich Kinderwettkandidat Leandro Palma auf die Bühne und ist happy. Es war nicht geplant, aber er hat so gemacht. Komm her. Und das lässt sich der 10-Jährige nicht zweimal sagen. Jetzt schon in dem Alter so gut zu tanzen, ist schon großartig. Da muss ich sagen, Hut ab im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist mir. Hier ist jede Ansage schwierig. Okay, hier sind Take That. Vor 20 Jahren sind Take That zum ersten Mal bei Wetten, dass. 2 Jahre später die Trennung und in der Show die Tränen der Fans. 2010 kommt die Boygroup zurück, wieder vereint mit Robbie Williams. Immer wieder ist Wetten, dass für Trennung und Wiedervereinigung zuständig.
auch bei Modern Talking. 1998 steht die Band nach langer Auszeit zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne. You're my heart, you're my soul. Wir saßen hinter den Kulissen und haben das an dieser Wiedervereinigung ja gestrickt und haben also versucht, das auch wieder hinzubekommen, weil es war ja eine der ganz wichtigen deutschen Popnummern in den 80er Jahren. Und es gibt ja keinen Grund, dass zwei Menschen, die so lange erfolgreich waren, sich dann immer die in die Köpfe bekommen. Oft geht es kurios zu. In 33 Jahren Wetten, dass. Ihr dem Dieter Bohlen mal gepflegt den Arsch versohlen. Oder den Moderator im Senftopf versenken. Hier ist Gottschalk am Ende der Sendung. Mein armes Würstchen. Und in diesen Senftopf zu steigen, das ist für einen Menschen, der außerordentlich viel Wert auf eine gut sitzende Frisur legt, ja, ist dann in der Tat wirklich schon ein Opfer. Und dass er das gemacht hat, das war schon super, ja. Jetzt heul doch nicht! Gottschalks Gäste zeigen nach der Aktion tiefes Mitleid. Oh, der arme Thomas! Also ich glaube, die muss die ganze Nacht unter die Dusche stehen, weil das wird riechen ohne Ende natürlich, ne? Das war der größte Gag. Nächstes Mal kommt er als Ketchup. Das ist nicht schlimm, aber ich fand das sehr süß. Eine tolle Idee. Das muss entsetzlich brennen. Ich glaube, er war auch nicht wirklich glücklich, oder? Sieht zumindest nicht so aus. Aber vielleicht ist das ja die Strafe dafür, dass Gottschalk manchmal so vorlaut ist. Ich glaube, bei Ihnen ist bis auf die Zähne noch alles echt, oder? Soll ich Sie rausnehmen? Nein! Wenn ihr ja sagt, nehme ich Sie raus. Nein, aber Junge, ich meine. Die einen sagen, also an der Nase machen wir ein bisschen was anderes. Diese anderen sagen, ja, Busen kann man ein bisschen gestalten. Sie sind. Den habe ich noch. Ja, eben, aber so wie der liebe Gott ihn gegeben hat, so sind so Sie. So habe ich ihn noch. Wunderbar. Soll ich mich aussehen? Nein. Am Ende ist selbst Gottschalk mal sprachlos. Beth Ditto, nicht nur musikalisch ein echtes Schwergewicht. Das muss Hansi Hinterseher am eigenen Leib erfahren. Dann wollte ich Grüß Gott sagen und dann auf einmal, ja, ist das alles über mich gekommen. Und dann ist sie schon auf mir gesessen. Aber Sie haben keine Blessuren davon getragen? Nein, ich bin sehr weich unterwegs gewesen. Also gut gedauert. Riesenwirbel gibt es um das Kleid von Sarah Connor. Ein Hauch von nichts, aber dem Moderator gefällt's. Ja, immer wenn Frauen bei mir in der Sendung aufgetreten sind, haben sie natürlich modisch vorher nachgedacht, was kann ich dem Tommy für eine Freude machen. Am liebsten waren mir die Damen, die gesagt haben, Mensch, da lasse ich doch die Unterwäsche weg. Es waren leider sehr wenige, aber Sarah Connor beispielsweise hat das Ganze mutig getan und hat B sozusagen auch den Rest der Welt noch daran teilnehmen lassen. Auch Cher lässt bei ihrem Auftritt tief blicken. Das war vorher nicht geplant. Der Rock, der ist von uns. Über 30 Jahre Wetten, dass. Und 4 Moderatoren, die für die Sendung stehen. Die Geburtsstunde der erfolgreichsten Fernsehshow Europas. Im Februar 1981 begrüßt Frank Elstner die Zuschauer zum ersten Mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerührt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen. Wir wussten, dass das eine interessante Sendung wird, weil wir einfach Dinge gemacht haben, die man vorher nie gemacht hat. Nur die Spielregeln, die sind noch nicht allen klar. Jetzt geht's los. Ja, wenn der andere gewinnt, nein. Ja. Hey, ja. Ja, ja. Das ist eine schwere Nummer jetzt. Ja, Premiere im deutschen Fernsehen. Frank Elstner führt den sogenannten TED ein. Die Zuschauer dürfen erstmals abstimmen. Auf den Namen sind wir gekommen, den haben wir einfach so genommen. TE von Tele und D für Deutschland. Wenn wir mal in Österreich sind, dann nennen wir ihn vielleicht TED A und TED S in der Schweiz. Und hier ist Wolfgang Lippert. Auch er moderiert kurze Zeit Wetten, dass. Wolfgang Lippert. Guten Abend, Bremerhaven. Danke.
Dankeschön. Ich bin ja stolz darauf, dass ich mal 2 Jahre lang da am Ruder übrigens auch bei Wetten, dass gestanden habe. Ich bin der Neue und komme jetzt öfter. Tag. 9-mal führt Lippert durch die Show. Dann ist Schluss. Er ist für viele immer noch Mr. Wetten, dass. Im September 1987 betritt Thomas Gottschalk erstmals die Bühne. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Wetten, dass mit einem neuen Gesicht. Er ist frech. Danke, dass du die Zunge drin gelassen hast. 2 Männer am Arsch. Also weiter hier. Mag attraktive Frauen. Und schräge Outfits. Ob Schottenrock oder Goldsacko, Gottschalk trägt es mit Würde. Herzlich willkommen von Wetten. Sogar ein Kleid steht ihm gut. Hier hat er wieder einmal eine Wette verloren. Es folgt ein Tänzchen mit Yogi. Auch das Borat-Kostüm bleibt ihm nicht erspart. Gottschalk muss einiges ertragen. Er ist Balletttänzer. Steward. Oder besucht als Nikolaus verkleidet mit Heino ein Freudenhaus. Der Thomas war da immer tapfer. Der Thomas ist jemand gewesen, der, wenn es für die Sendung gut war, wahnsinnig viel gemacht hat, was er auch nicht so gerne macht. Weil er sagt, wenn das zum Erfolg der Sendung beiträgt, wenn das die Leute unterhält, wenn das die Leute toll finden, dann mache ich das. Das ist mein Beruf. Dann mache ich das. Oktober 2009. Gottschalk bekommt Unterstützung von Michelle Hunziker. 3 Sekunden, 1, 2. Ah! Michelle! Thomas! Ach. Sie hilft von nun an den Wettkandidaten. Ja! Michelle ist auch beim traurigsten Moment der Show an Gottschalks Seite. Der Wettkandidat Samuel Koch verunglückt live in der Sendung, ist seitdem querschnittsgelähmt. Thomas Gottschalk bricht die Show ab. Wenige Monate später beendet er seine Karriere als Wetten-dass-Moderator. Seine letzte Sendung in Friedrichshafen. Nach 151 Ausgaben verabschiedet sich Thomas Gottschalk. Der Nachfolger, ein Jahr später, Markus Lanz! Ein fulminanter Einstand. Und Lanz gibt sofort Vollgas. Oft auch mit ganzem körperlichen Einsatz. Unterstützt wird er zu Beginn von Cindy aus Marzahn. Bei Wetteinlösungen ist Lanz nicht zimperlich. Vor einem Jahr schwimmt er sogar im Eiswasser des Bodensees von Deutschland nach Österreich. Wir sehen uns. Trotz allem, die Quoten sinken. Die Kritik nimmt zu. Markus Lanz muss das Ende von Wetten, dass verkünden. Wir sehen uns wieder am 4. Oktober mit den letzten 3 Ausgaben von Wetten, dass. Das war's. Ich mochte diese Sendung immer und ich mag sie auch bis heute. Ich finde, das ist ganz tolle Familienunterhaltung, wenn es gut gelingt. Das ist etwas, was nicht zynisch ist. Das ist etwas, was warmherzig ist. Das ist so ganz anders als vieles von dem, was man heute so im Fernsehen auch als Unterhaltung verkauft. Was bleibt, sind 33 Jahre deutsche Fernsehgeschichte. Eine Show für die ganze Familie. Ein großer Kindergeburtstag. Heute Abend, 20.15 Uhr, gibt Markus Lanz die letzte große Party. Goodbye, Wetten, dass. Wetten, dass, live aus Nürnberg. Diesmal mit Ben Stiller, Helene Fischer, Till Schweiger und Wotan Wilke-Möhring, den Fantastischen Vier, Olli Dietrich, Otto, Bulli und Elton, Katharina Witt und Wladimir Klitschko. Wetten, dass, heute 20.15 Uhr im ZDF.